DJ, geile Mucke, alle kennen deine Sounds, alle kennen deine Mixe. Und 3, 2, 1. Wo ist der Beat? Drop that mug! Hey! Was ist denn los hier, Gießen? Schüttel dein Speck, schüttel, schüttel dein Speck! Schüttel dein Speck, schüttel, schüttel dein Speck! Hetero macht nicht jeden froh. Egal ob homo, bi, hetero oder andere bunte Orientierung. Letztlich ist doch wirklich nur eins wichtig. Schau in den Spiegel, sei zufrieden, glücklich und froh. Hi, also mein Name ist Anna Shakur, ich bin Poetry Slammerin aus Marburg und heute auf dem CSD in Gießen. Und das ist mein Merch, ich mache Postkarten, Anhänger und man sieht mich überall, immer mal wieder. Also mein Name ist Marco von der Initiative Enough is Enough, Open Your Mouth. Wir agieren unter dem Dachverband des Aktionsbündnisses gegen Homophobie und sind heute hier in Gießen zum CSD eingeladen worden, weil uns die Kollegen beim CSD Köln schon kennengelernt haben. Und als sie uns gefragt haben, haben wir natürlich sofort Ja gesagt. Und dann haben sie uns angeboten, dass wir heute Abend die Schweigeminute ankündigen dürfen. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir werden das Ganze noch mit einem klassischen Redebeitrag verknüpfen und präsentieren uns heute hier an unserem Stand. Und können die Zuschauer und auch die Besucher auf diesem Fest können sich hier über unsere Aktion Arbeit informieren. Wir kommen aus Berlin, aus der Hauptstadt und sind heute extra aus Berlin nach Gießen gereist, um hier dabei zu sein und freuen uns natürlich sehr. Schlau, Marburg Gießen, das ist ein Antidiskriminierungs- und Bildungsprojekt für sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identitäten. Genau, wir gehen in Schulklassen und machen quasi Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit. Genau, wir werden dann meist eher von Schulklassen angefragt und gehen dann dahin, haben unsere Workshops dort, die dauern mehrere Stunden und ja, wenn Interesse besteht, können uns gerne Schulklassen anfragen. Das Spiel ist angelehnt an Jeopardy und es gibt Fragen gezielt zu den Fragen zu HIV und zur Therapie und zu Menschen, die HIV haben. Und dann gibt es noch spezielle Fragen zur Region, wo man Hilfe bekommt in der Region Mittelhessen, wenn man das Gefühl hat, sich angesteckt zu haben oder für Beratungsfälle. Vor allen Dingen habe ich ja schon vieles gemacht, aber ich bin noch nicht in Stöckelschuhen gelaufen. Die erste Stöckel-Race-Queen des CSD Gießen ist Albi! Herzlichen Glückwunsch! Seid super! Ihr seid super! Hallo Hessen-Cam! So, ich bin Clara und ich bin mit dabei im Autonom Bi-Schwulen-Trans-Queer-Referat an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Machen verschiedene Sachen, also vor allem was die Inklusion und sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten angeht. Ach, es gibt viele, die das nicht akzeptieren. Also ich kann jetzt nur für mich als Transsexuelle sprechen. Es gibt auf jeden Fall viele Probleme, die damit, also viele Leute, die damit irgendwie ein Problem haben. Was ich nicht so ganz verstehe, ich kann mich davon distanzieren. Was ein Problem ist, ist manchmal, dass man auf der Straße doch relativ unsicher ist, wenn man irgendwie gewissen Normen nicht entspricht, kann man schon mal zur Zielscheibe werden. Nein, verstecken tue ich nicht, weil langfristig schadet es nur. Ich finde solche Veranstaltungen natürlich wichtig, die schön bunt sind, die zugänglich sind für andere Leute. Aber ich lebe schon seit 2 Jahren als Frau und man muss sich auch einfach den Platz nehmen. Also
Am Referat finde ich toll, dass es sehr niedrigschwellig ist, man kommt leicht rein. Es gibt ein offenes Plenum auch für Nichtstudierende wie mich. Und wir machen verschiedene Sachen, wir machen Projekte, Vorlesungen, zeigen Filme. Und natürlich sorgen wir dafür, dass wir in der Studierendenschaft ein gutes Klima haben für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. Do you speak English? You do. The rest? Okay, let's try it one more time. Mein Name ist Ikenna und ich bin ein echter Berliner. Ja. Und falls ihr mit eurem Kopfkino nicht so klarkommt und denkt, oh Gott, sieht die geil aus, aber die spricht so tief. Euer Problem? Euer Problem? Hier vom CSD Gießen. Wir sind hier in der sogenannten Hundelounge. Wir arbeiten mit dem Verein Probleme und TV zusammen und mit dem Hundetrainingszentrum Katrin Scholz. Wir haben hier eine Hundelounge geschaffen, um den Hunden, die Stress haben, auf so einer Veranstaltung die Möglichkeit zu geben, sich zurückzuziehen, was zu trinken, sich hinzulegen und einfach mal von dem Stress einer solchen Veranstaltung sich zu erholen. Wir haben im Swimmingpool aufgestellt und haben für alle Hunde die Möglichkeit hergerichtet, dass es hier ein schöner Aufenthalt wird, trotz der Lautstärke und trotz der Veranstaltung. Wir sind eine Hundeschule hier in Gießen bzw. Busseck und haben deshalb gesagt, wir unterstützen das Projekt CSD Gießen. Und auch wir sind tolerant und werden deshalb gerne hier mithelfen. Der politische Aspekt, den finde ich schon sehr wichtig. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch geschafft, die Ehe für alle durchzusetzen. Aber ich finde, vor allem jetzt gerade im Moment wird sehr viel für politische Zwecke missbraucht, irgendwie für Wahlwerbung oder so. Und auf der anderen Seite benutzen es halt ganz viele auch als einfach Partytreff oder Singletreff dann. Ich meine, es gibt immer die Leute, die noch sehr konservativ sind und so erzogen wurden, die haben damit voll das Problem. Es gibt auch Lehrer, die damit ein Problem haben, aber es gibt eben super viele, die damit kein Problem haben oder wirklich out sind. Ich habe gerade eben Lehrer von mir getroffen und ich bin auch mit Schulfreunden hier. Insofern, es variiert, je nachdem, wo die Leute herkommen, in welchem Jahrgang sie sind, etc. Hey, hi guys, how are you doing? Good, how are you? I'm great. I'm good. Okay. So, you just arrived here, no? Yeah. How do you feel? How is it? I'm really happy that I came here because like I've never been for something like this before. And it's my first time too and I think it's great. It's just great. Where are you guys from? Sri Lanka. So has something like this ever happened in Sri Lanka before? I think like on a much smaller scale but not publicly like this. So it's really nice that it's happening here actually. We are yet to get there. We are yet to get there. So, do you want something like this to happen in Sri Lanka as well? Like, what do you think about it? Yeah, I think it's, I really hope that someday we can have something similar like this in Sri Lanka as well, where everybody's really open and really accepting of like the LGBT community. So, yeah. I didn't get your question. If you want something like this in Sri Lanka to happen as well, and do you think it's going to happen in the near future or is it like far away? We will get there. But it'll take a bit of time, yeah. So it's cool that you have fun here and you can enjoy that. Yeah, thank you so much, yeah. Thank you for having us.
Wir sind heute hier, um nochmal ein Zeichen gegen Diskriminierung und für eine offene Gesellschaft zu setzen. Die SPD steht wie kaum eine andere Partei für die Öffnung der Gesellschaft. Das haben wir mit der Eröffnung der Ehe für alle bewiesen. Aber wir denken, wir haben noch einen langen Weg vor uns, um Diskriminierung gerade von Schwulen, Lesben, Transgendern, Bisexuellen und allen anderen, die heute hier sind, zu beenden. Und daran arbeiten wir. Ja, für uns als Grüne ist es ja schon immer ein Herzensanliegen gewesen, eben, dass Rechte für alle gelten, dass gleiche Rechte geben, dass es eben auch die Ehe gibt, nicht die eingetragene Lebenspartnerschaft. Das hat sich ja jetzt bewegt, weil die Grünen eben vorangeschritten sind. Deswegen sind wir auch hier, weil es muss sich noch sehr viel mehr bewegen. Das Transsexuellengesetz muss reformiert werden. Es müssen auch wirklich in der Gesellschaft gleiche Rechte ankommen und Akzeptanz und Toleranz auf allen Ebenen eben vorhanden sein. Deswegen sind wir eben hier. Deswegen sind wir auch sichtbar und deswegen werden wir auch weiter dafür kämpfen, dass es eben auch wirklich tatsächlich gleiche Rechte für alle überall gibt. Ja, man muss eben auch gucken, dass nicht nur in den großen Städten das ankommt, sondern vielleicht auch in den kleineren Dörfern, eben, wo eben das alles nicht so präsent ist, wo man das auch nicht kennt. Da muss eben auch noch viel geschehen, dass es eben auch auf Dörfern, in ländlichen Regionen, dass da eben auch keine Homophobie herrscht, weil das ist eben vor allem, wenn ältere Menschen da eben nur leben, dass dann eben auch öfter passiert, dass noch Homophobie eben, ja, vorhanden ist. LGBTQ-Community gehöre und ich weiß nicht, ich finde es auch hier cool, weil man sehr viele tolle neue Menschen kennenlernt, die alle ein bisschen krank im Kopf sind, wie man selber halt. Man muss sich hier nicht schämen vor irgendjemandem, ne? Und ich finde es halt mega toll und auch wichtig, dass man hier ist, auch wenn man jetzt nicht zu dieser Community gehört, einfach damit man sieht, dass die Menschen hier ganz normale Menschen sind und damit halt andere Menschen sehen, die auch hier noch vorbeilaufen, sehen, ja ey, wir sind ganz normal, wir feiern wie alle anderen. Mein Wunsch ist halt einfach, dass alle Menschen halt, ganz egal ob jetzt Mann, Frau, schwarz, weiß, homosexuell, transsexuell, whatever, halt gleich behandelt werden, heiraten dürfen, Kinder adoptieren, im Job gleichgestellt werden. Und ich gehe jetzt mal besonders auf die LGBTQ-Community ein, die hat es halt schon schwer. Wenn euer Kind so ist, akzeptiert ist, es ist einfach so, man kann daran nichts ändern, ganz egal, ob das Kind jetzt mit Schwulen, Lesben aufwächst oder nicht. Wenn es schwul ist, dann ist es so. Es hat nichts mit seinem Umfeld zu tun. Es ist einfach so. Akzeptiert so, wie es ist. Ihr könnt eure eigene Meinung haben, dass ihr was dagegen habt. Respektiere ich. Aber ihr müsst auch unsere Meinung respektieren. Und ihr dürft eure Meinung nicht beleidigend rüberbringen. In dem Jugendzentrum in Frankfurt am Main, das heißt Kuss 41, das ist so ein LGBTQ-Treff. Und es ist halt extra, sag ich mal, für Leute, die halt zu der LGBTQ-Community gehören. 99,9% der Leute da sind halt nicht heterosexuell und da wird jeder so akzeptiert, wie er ist, ganz egal, was für eine Sexualität er hat, wie er aussieht, Hautfarbe, ist alles scheißegal. Schön und bunt hier, auf jeden Fall. Ja, mir gefällt es hier. Also ich bin echt tolerant, auf jeden Fall, für jeden Menschen, wo auf der Erde ist. Aber naja, ich schaue es mir mal an, ich bin gern dabei. Wir haben zwei Studios. Eins in Butzbach, eins in Gießen. Es geht weiter. Also, Lumière-Fotografie aus Gießen und Butzbach. Wir machen ganz normale, wunderschöne Porträt-Shootings. Das Männerprojekt hier ist aber jetzt neu für mich. Ich habe das wunderschöne Hochzeitspaar Mario und Marc fotografiert und seitdem bin ich so schockverliebt gewesen, dass ich mich entschlossen habe, wunderschöne ästhetische Fotos von Männer für Männer zu machen. Als Mario zu mir kam ins Studio und
um ein Hochzeitsshooting nachgefragt hat. Dann haben wir erst einmal ein Engagement-Shooting gemacht. Ein Engagement-Shooting ist, wenn vor einer Hochzeit der Fotograf mit dem zukünftigen Paar erstmal Probeshootings macht, also ein Probefotos. Und dabei sind wunderschöne Fotos entstanden und die haben mich gebucht und dann haben wir zusammen die Hochzeit fotografiert. Dabei sind wunderschöne Fotos entstanden, klar. Und die stelle ich jetzt aus. Und weil die Fotos so unglaublich ästhetisch und schön sind, habe ich mich entschlossen, eben die Männerfotografie, also Männer lieben Männer, voranzutreiben. Frauen folgen nächstes Jahr.
den ganzen weiten Weg aus Gause hier kommen, ne, Million? Bleib Poete! Yeah.